Ich bin Speedlimit und erstmal die zwei fetten Daumen für euch, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe jetzt lange kein Video mehr gemacht. Es gab auch nicht so viel, was ich euch vorstellen könnte noch. Aber jetzt ist es wieder soweit, denn es ist heute was angekommen. Es hat auch wieder mit dem Amazon Echo was zu tun, auch mit Alexa was zu tun. Und hauptsächlich ist es eigentlich ein Wasserkocher. Genau. Ihr habt ja schon meine Kaffeemaschine gesehen, die ich euch hier verlinke mal, die ich euch mal vorgestellt habe. Und von dieser Firma gibt es jetzt auch einen Wasserkocher. Der wird auch mit der Alexa funktionieren, beziehungsweise auch mit eurer Handy. Wenn ihr euch jetzt keinen Kaffee kochen möchtet, euch einfach mal einen Tee machen. Jetzt zu der kalten Jahreszeit würde sich ja das ja anbieten. Oder so einen heißen Kakao, den man mit Wasser aufkocht, glaube ich, gibt es ja auch sowas. Jedenfalls ist dieser Wasserkocher jetzt angekommen. Den nämlich hole ich mal hier jetzt hoch. Da ist er. Ist er jetzt angekommen und wir öffnen ihn mal gleich und dann könnt ihr ihn gleich mal betrachten. Da vergeuden wir jetzt auch keine Zeit. So. Zack. Zack. Und Schnitt. So, den Wasserkocher habe ich mir übrigens aus Holland bestellt, weil der dort ziemlich günstig war. Und normalerweise kostet er bei Amazon, glaube ich, über 100 Euro. In Holland hat er, glaube ich, nur 90 Euro gekostet, soweit ich jetzt davon weiß. War im Angebot und habe ich mir natürlich gleich geholt. Ihr müsst euch dabei bedenken, ihr müsst den Wasserkocher in der dritten Generation holen, denn dann wird er auch über den Amazon Echo funktionieren. Also, wie gesagt, dritte Generation, wenn ihr das über den Amazon Echo steuern wollt. So, wenn ich das jetzt hier erstmal rauskriegen würde, wäre es perfekt. So, die Verpackung seht ihr schon mal hier. Den Karton tue ich mal kurz zur Seite. Also hier ist jetzt die Verpackung. Wie ihr seht, ist es ein metallischer Kocher. Sieht auch sehr edel aus, finde ich. Ist wieder auf Englisch alles beschrieben. Kommt aus England, wurde in England halt erfunden, sage ich mal so. Denn produziert wird er immer noch in China, wie alles andere auf dieser Welt. Aber okay, ja. Kommt von dieser Firma Smarter, die ich euch schon gezeigt habe. Und öffnen wir dann mal gleich und dann schauen wir uns erstmal ihn an. Ich mal gucken, ob ich das so. Nee, ich mache lieber einen Schnitt. So, dann haben wir den hier mal offen. So, was haben wir hier? Was kommt uns hier entgegen jetzt? Ihr seht es, so ist er jetzt hier verpackt. Haben wir so einen Quick Start Guide. Natürlich alles in Englisch, ist klar. Also in Deutschland gibt es ihn auch noch nicht. Ihr könnt ihn jetzt aber über Amazon kaufen, also ich verlinke ihn euch den mal da unten, könnt ihr mal euch anschauen, den Wasserkocher. Die Kaffeemaschine gibt es, glaube ich, noch nicht bei Amazon, die dritte Generation. Also wir sprechen hier von der Kaffeemaschine in der zweiten Generation und der Wasserkocher in der dritten Generation. Und soweit ich weiß, die Kaffeemaschine, die ich euch gezeigt habe, ist noch nicht erhältlich in der zweiten Generation, in der ersten schon. Aber den Wasserkocher könnt ihr euch holen, also das ist kein Problem. Ja, das ist so ein Quick Guide. Ist nichts Wildes und werde ich da jetzt auch nicht drauf mehr eingehen. Hier haben wir ja so Installations, Limited Warranting, also allgemeine Hinweise, Garantiehinweise, alles auf Englisch halt. Wer es braucht, kann sich ja mal durchlesen. Okay, dann holen wir ihn mal raus. Was haben wir hier jetzt? Ah, das ist, glaube ich, der Untersetzer. Gut. Ich tue gleich den Karton runter, da wirst du besser sehen. So sieht der Untersitz aus. Schön finde ich jetzt hier hinten, dass man das Kabel hinten so schön aufrollen kann. Und so viel wie ihr braucht, halt könnt ihr euch hier ja, rausziehen von dem Kabel. Das ist hier so aufgerollt. Das wird mit 220 bis 240 Volt betrieben, 50 bis 160 Hertz. Und hat eine Leistung von 2000 bis 2400 Watt. Also ist schon Bums dahinter. Stecker ist ein europäischer Stecker. Braucht ihr euch auch nichts Sorgen zu machen. Ist klar, England ist zwar in Brexit, aber sind immer noch Europäer. In Anführungsstrichen. Gut, da ist der Wasserkocher. Und mehr ist da jetzt auch nicht mehr drin. So. Der Wasserkocher umfasst, steht das hier, ich meine, der wäre jetzt mit 2 Liter, ne, 1,8 Liter, Entschuldigung, dass ich euch was Falsches jetzt sage, 1,8 Liter könnt ihr hier reinmachen und ja, das ist halt das gute Stück. So sieht er dann aus.
Genau. Also eigentlich wie ein stinknormaler Wasserkocher, ist aus schon Edelstahl. Finde ich schön, finde ich super. Hier könnt ihr, so könnt ihr den dann halt öffnen und per Knopfdruck, hier ist ein Knopf, betätigt ihr den und dann geht er auf. Also wie gesagt, eine schöne Sache, auf jeden Fall. Dann habt ihr hier unten, ich weiß nicht, ob man das jetzt so ein bisschen erkennen kann, so eine Skala, bis wohin ihr das Wasser füllen dürft. Ist auch schön, dann macht ihr nicht zu viel rein und genauso viel, wie viel ihr braucht. Hier ist noch ein Sieb, finde ich auch ganz nice. Ich weiß, das sieht man, glaube ich, nicht alles so schön jetzt. Aber da drin ist jetzt so ein Sieb. Das filtert natürlich so ein bisschen die, den Kalk raus oder was da sich jetzt halt ansammelt. Alles gut durchdacht, finde ich. Das Logo von dem Hersteller ist jetzt hier drauf, oben auf dem Deckel und hier an der Seite jeweils, links und rechts. Ja, links und rechts. Ja, das war's dann auch schon. Unten ist die Spirale, wie ihr sehen könnt. Und wie gesagt, ist halt, der Wasserkocher ist ja relativ schwer durch dieses Eisen, aber sonst ja, sehr gut verarbeitet, finde ich. Und hätte ich auch nicht anders erwartet von der Firma. Den tut man dann hier so auf dieses, was ich euch gezeigt habe, drauf. Und dann steckt, verbindet ihr das. Das mache ich jetzt auch gleich. Ich werde ihn jetzt gleich verbinden. Und dann zeige ich euch die Einrichtung in der Handy-App, wie die gemacht wird. Das Gute daran ist, ja, wenn ihr mein letztes Video, ja, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, der Kaffeemaschine, dann müsst ihr euch nicht mehr, beziehungsweise wer die schon installiert hat oder sich eine gekauft hat, müsst ihr euch nicht mehr die App runterladen, denn die kann man, die funktioniert mit dieser App sowohl in der Kaffeemaschine als auch mit dem Wasserkocher, ist es eine App, die ihr dann öffnen müsst. Trotzdem zeige ich euch das und ich werde euch das jetzt mit der Einstellung hier am, in der Handy zeigen, auch mit IFT. Ich habe letztens mal meine IFT-Einstellung am PC vorgenommen. Jetzt habe ich die Gelegenheit und zeige euch die IFT-Einstellung am Handy. Ist genauso simpel, wird genauso simpel laufen. Also habt jetzt mal die Gelegenheit, euch mal das, den umgekehrten Fall zu zeigen und euch die IFT-Einstellung am Handy zu zeigen. So, denn das wird auch, wie gesagt, über IFT betrieben. Ja, es wird über IFT betrieben, es ist nicht eine Alexa-App, aber ich habe mich damit abgefunden, also mich stört es persönlich gar nicht. Es, ihr müsst ja nur einfach sagen, Alexa Trigger, das Wort Trigger dazu nennen und eine Tasse Kaffee kochen oder koche mir Wasser. Ich habe auch schon ein paar Kommentare gesehen, ja, warum holst du jetzt keinen Sonoff, einen, der das steuert über den Sonoff-Gerät oder über ja, eine separate Steckdose. Ich wollte es zuerst machen, ich hatte es auch mir zuerst überlegt, allerdings habe ich momentan, ich weiß es nicht, ob das jetzt nur bei mir ist oder ob es bei euch auch ist, momentan Probleme mit diesem Gerät Sonoff. Ich habe es mir mal bestellt, wollte es ausprobieren und die Alexa hat das Gerät nicht gefunden irgendwie und ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe oder ob ich zu blöd war, die einzustellen, aber im Moment kommt mir vor, ist auch China-Produkt und dieser Server, der steht ja auch in China vom Sonoff. Ob da jetzt ein paar Probleme gibt, kann ich nicht sagen. Und wie gesagt, ich hatte den Sonoff auch hier bei mir. Ich wollte ihn euch auch mal zeigen. Aber da er nicht funktioniert hat, möchte ich euch nicht hier schlechte Artikel zeigen, die nicht funktionieren. Deshalb, wenn das funktioniert irgendwann mal, wenn ich da irgendwie rausbekomme, ob es bei mir gelegen hat oder nicht, zeige ich euch auch den Sonoff mal. Denn ist schon ein interessantes Teil und würde auch vieles erleichtert, aber im Moment, wie gesagt, funktioniert er nicht bei mir auf dem Handy. Das Gerät wird nicht erkannt halt. Aber so viel dazu und ich will das Video jetzt nicht in die Länge treiben, so dass ihr halt mal wisst, warum ich diese Sachen momentan nicht verwende. Übrigens das Sonoff, das müsst, wenn ihr das verwendet, solltet ihr schon ein bisschen auch von Elektrotechnik, wie ich auch in den meinen Kommentaren geschrieben habe, ein bisschen davon Ahnung haben, weil man kann es nicht so einfach anschließen, wenn ihr auch so die Deckenleuchten anschließen oder ein anderes Gerät. Solltet ihr schon ein bisschen von diesen Sachen Erfahrung haben oder es zu machen, zumindest jemanden haben, der das euch dann macht. Ein Wasserkocher, außerdem habe ich mir schon immer gewünscht. Ich hatte keinen, ich hatte so einen alten Teekessel, den ich immer dann, dann aufgefüllt habe mit Wasser und den auf die Heizplatte gestellt habe. Auch was Schönes, aber wie gesagt, Wasserkocher wollte ich mir halt jetzt mal gönnen. So, dann melde ich mich gleich wieder. Ich tue jetzt hier gleich Wasser rein. Ja,
Hier tue ich jetzt gleich Wasser rein, wie gesagt. Dann melde ich mich wieder und dann richten wir das mal in der App ein und dann zeige ich euch, wie das dann gezeigt wird da. Natürlich auch dann später werde ich euch das über die Alexa zeigen. Ich habe mir jetzt auch wieder jetzt vorgenommen, dieses Video werde ich wieder unterteilen. Jetzt werde ich euch jetzt erstmal diese Einstellung in der App zeigen und die Inbetriebnahme dieses Wasserkochers und dann in dem zweiten Video halt das Separate mit dem Alexa beziehungsweise mit meinem Echo Show Gerät, wie das dann funktionieren würde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich fülle Wasser ein und dann bleibt dran. Bis gleich. We put the good in a good life. We put the good in a good life. We put the good.